Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Bodies of Water 2 auf der Pimax Crystal auf Steam VR. Und das, wie der Name schon vermuten lässt, hat was mit Wasser zu tun. Das ist eine Tauchsimulation, nenne ich jetzt mal. Und da springen wir von einem Schiff ins Meer und tauchen durchs Meer, durch Höhlen aber auch. Und dafür haben wir unterschiedliches Equipment, was wir mitnehmen können. Das werde ich euch einige Szenen zeigen. Danke an meine Sponsoren, Voodoo's VR, Open Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ja, bevor ihr euch hier freut, weil das hier relativ gut aussieht, muss ich euch schon mal sagen, der Rest lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Also wir gehen mal hier auf neues Spiel. New Game. Und nur die Menüs sind übrigens auf Deutsch, also alles andere nicht. Und das Problem ist, wir müssen trotzdem auf die Stimme hören. Ja, und das ist schon mal kacke. Press I right to crouch and then open. Und die Steuerung ist wirklich unfassbar schlecht. Also das hakelt an allen Ecken und Enden. Also das ist völlig für die Katz. Und hier klemmt es dann auch schon die ganze Zeit. Ne, hier. Allein der erste Schritt, dass du hier oben raus, das funktioniert auch nur schon von 12 bis Mittag. So. Face mask and snorkel collected. So. Press B left to equip your items using the bla, bla, bla. Ja, ja. Ich soll jetzt B auf dem linken Controller drücken. So, und jetzt haben wir hier so ein ganz komisches Menü, was direkt vor unserer Nase schwirrt. Inventory. Und hier musst du dann halt zum Beispiel jetzt auf Ausrüsten gehen und dann steht hier getragen. Aber dass du das Ding anhast oder so, sieht man nirgendwo. Also optisch, sag ich jetzt mal. You've got a depth gauge. You've found some long fins. So, und jetzt, wenn ich das Ding aufhebe, dann sagt die irgendwas. Ich kann das aber kaum verstehen. Spear pole collected. Use the spear pole to help clear the lionfish found around the rocks of this dive site. To clear the lionfish found around irgendeine site. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Yes. B. So. Right. Jetzt spricht sie halt rein. To see from the deck. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt sagt die, mit A können wir tauchen und mit B zur Oberfläche. So, wir tauchen aber ohne Flasche. Das heißt, wir sind jetzt hier. Und der taucht halt so lange, wie er Atem hat. Und dann geht er automatisch wieder hoch. So, guck, jetzt geht er wieder automatisch hoch, weil er keine Luft mehr hat. Und diese ganzen Störungen, die funktionieren alle nur gefühlt B left. Ab und zu. Underwater. Löschmaske, genau. So, wir haben... das Ding haben wir jetzt auch schon nicht. Warte mal. So, und jetzt funktioniert nämlich auch das Menü nicht mehr mit dem Ausrüsten. Das funktioniert hier einfach auf dem Wasser nicht. Ja, und hier drauf zu springen ist irgendwie, also zumindest habe ich es noch nicht hingekriegt, versuch's nochmal. Das ist, also ich weiß nicht, warum man sowas auf den Markt bringt irgendwie. Das funktioniert. Nee, komm, du kommst hier nicht mehr drauf. Komm, doch, ja, So, jetzt müsste das Menü auch wieder gehen. Inventory. So. Speerstange. Also wir müssen irgendwie einen Speer schmeißen. So, das nehmen wir auch. Und das nehmen wir auch. So. Und jetzt, guck, jetzt haben wir hier diesen Speer. Aber nur der Geier weiß, wie man den bedient. When free diving, pack air by pressing B. Packen Sie beim Freitauchen Luft durchdrücken. Whilst at the surface. Ein B während an der Oberfläche. Ja, stirb. Ja. Komm schon. Ha! When diving, all free diving. Das ist auch geil, ne? Habt ihr den Fisch gesehen? To toggle freefall mode on or off. So, jetzt kannst du hier den
Du bist verletzt, sagt er, weil der Fisch mich an. Habt ihr gesehen, der Fisch, der, ich hab den gestorben, der ist einfach quasi in einer Sekunde direkt am Meeresboden gewesen. So ein Quatsch. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Und da unten ist er jetzt wieder. Guck mal! Das kann mir doch keiner erzählen. Ah. Ha! Und da ist er wieder unten. Der, also, ich weiß nicht, Leute, das. Ich war selber schon mal tauchen. Ich bin zwar kein Profitaucher, ich war aber schon mal tauchen. Ich habe zumindest den Adventure Diver, also zwei Stufen. Und ich weiß, dass Fische nicht in einer Nanosekunde an der Oberfläche sind, ja. Das. Das ist halt einfach. Die Steuerung ist furchtbar. Das ganze Handling ist furchtbar. Und vor allem ist furchtbar, dass du gar nicht jetzt irgendwie so eine Missionsanzeige oder irgendwas hast. Hier ist auch nichts. Ja, also zumindest wüsste ich nicht, wie man das sich anzeigen lässt. Du musst halt also einfach zuhören, was die da am Anfang sagt. Und das war's. Ja, und wenn du das nicht hörst, warum auch immer, dann weißt du nicht. Aber ich glaube, dass das auch wirklich für die Katze ist. Ja, also das Gesamt, ich meine, das Ding sieht geil aus, ne? Also so, wenn man hier so steht, denkst du, boah, das ist echt cool. Das war's aber auch schon. Das ist das Einzige, ne? Zockt Subnautica, das funktioniert auch besser, da weißt du auch, was zu tun ist und so, ne? Und das sieht tatsächlich auch mindestens genauso geil aus. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute, Bodies of Water 2, das ist natürlich für die Katz. Also, man kann hier dann wohl irgendwie auch in Höhlen abtauchen, ja. Aber ich will es auch gar nicht versuchen, ja. Also du kriegst ja auch gar nichts irgendwie angezeigt, was als nächstes zu tun ist. Du hast zwar dann diese Schritte und so, dann machst du die und dann bist du auf einmal auf dich alleine gestellt. Wahrscheinlich geht es dann irgendwann weiter, aber ich will es auch gar nicht wissen, wie es weitergeht, weil allein die Steuerung, das ist alles so kacke. Wenn du irgendwas da aufhebst, dann wirst du weggedrückt und so. Und allein die erste Leiter, da klemmst du schon drin, ja. Und diese Menüs, die du bedienen musst, die sind so vor dir, die fliegen einfach vor dir rum, egal wo du hinguckst. Und dann, weiß ich nicht, das ganze Equipment siehst du gar nicht, ne, was du da anhast. Also klar, die Uhr vielleicht und da hast du Dinge in der Hand, aber das ist alles irgendwie. Weiß nicht, das fühlt sich so unfassbar billig an. Und das Schlimme ist, ich habe kurz jetzt vorher Subnautica in VR gezockt und das ist so millionenmal besser. Also wenn ihr sowas, auch wenn ihr nur so ein bisschen erforschen wollt unter Wasser, ladet euch Subnautica mit der Submerged VR Mod runter. Das ist milliardenmal besser als das hier, okay? Das, also wirklich. Also hier das. Weiß nicht, ich könnte jetzt noch ewig versuchen, bis ich da irgendwie weiterkomme, aber das ist halt einfach kacke, das Spiel. Ja, das, weiß nicht, das bringt halt einfach nichts, wenn man weiß, es gibt so was viel Besseres. Ja, und deswegen, nee. Und vor allem $20, also, wenn wir jetzt hier mal, was kostet denn Subnautica? Das kostet ein Zehner mehr, ja? Und, das ist aber 10.000 mal besser. Nee, 10, was habe ich gerade gesagt? Ja. Auf jeden Fall, lass es einfach sein, okay? Danke fürs Zuschauen, gib mir einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.